Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin Karina und unterstütze Nicola, das Gesicht hinter Suitcase in Wanderlust, mit Blogbeiträgen, Tutorials und Videos. Dieses Video ist Teil einer Videoserie, in der es um den Vergleich verschiedener Bildbearbeitungssoftware geht. In jedem dieser Videos geht es um eine einzelne Funktion, die alle diese Programme anbieten und die ich mir hinsichtlich Effektivität und Bedienung für dich angeschaut habe. Im Test befanden sich Lightroom Classic und Photoshop bzw. Camera Raw von Adobe, Lumina 4 und Lumina AI von Skylam, Affinity Photo von Serif und Capture One von PhaseOne. In diesem Video geht es darum, wie du störendes Bildrauschen entfernen und dein Foto schärfen kannst. Ich befinde mich in Lightroom Classic. Du siehst hier ein Foto, das ich zum Sonnenaufgang aufgenommen habe. Und ich habe hier auf den Himmel belichtet, sodass möglichst wenige Stellen im Himmel ausbrennen. Und dadurch ist der Vordergrund sehr dunkel. Den Himmel dunkle ich ab, indem ich die Lichter reduziere. Mit dem Regler Tiefen lässt sich der Vordergrund aufhellen. Du siehst, wie stark ich die dunklen Bereiche aufhellen könnte. Das sollte man aber nach Möglichkeit nicht so stark machen, weil dadurch die Bildqualität verloren geht. Wenn ich hier in das Foto hineinzoome, dann siehst du, wie stark das Foto rauscht, weil eben durch dieses starke Aufhellen auch das Rauschen mit verstärkt wird und dadurch gehen auch Details verloren. Aber ich möchte ja in diesem Foto die Rauschentfernung zeigen, deswegen habe ich das als Beispielfoto gewählt, weil eben hier starkes Rauschen vorhanden ist und ich ja eben zeigen möchte, wie man dieses Rauschen entfernt. Und zwar kann ich unter dem Reiter Details einmal das Foto schärfen und auch das Rauschen reduzieren. Ich reduziere zuerst einmal das Rauschen. Zu stark mache ich es nicht, weil dann gehen mir Strukturen verloren und anschließend schärfe ich das Foto nach. Das war vorher, das Foto rauscht sehr stark. Und so schaut es nach der Rauschentfernung und nach dem Schärfen aus und man sieht einen deutlichen Unterschied. Auch in Camera Raw, dem RAW-Entwickler von Photoshop, habe ich mir das Foto zuerst einmal aufgehellt und unter Detail kann ich auch hier das Rauschen reduzieren und das Foto schärfen. Dafür zoome ich zuerst einmal in das Foto hinein und entferne erst das Rauschen. Auch hier mache ich es wieder nicht so stark, damit mir keine Details verloren gehen. Anschließend schärfe ich mein Foto. Manchmal muss man hin und her wechseln zwischen Schärfen und Rauschreduzierung, bis man das richtige Maß gefunden hat. Und auch hier nochmal der Vergleich. So sah das Foto vorher aus und so sieht es nach der Rauschentfernung und dem Schärfen aus. In Lumina 4 entfernst du das Bildrauschen unter dem Reiter Wesentliches, Bildrauschen entfernen. Auch hier kannst du Luminanz und Farbrauschen entfernen. Ich zoome erstmal wieder in das Foto hinein. Bei Lumina dauert es immer eine Weile, bis es geladen wird. So sah das Foto vorher aus. Also man muss bei Lumina wirklich immer eine Zeit lang warten, bis die neuen Einstellungen angenommen werden. Als nächstes schärfe ich das Foto hier unter Schärfen. Und hier mit diesen Reglern kann ich kleine, mittlere und große Details im Foto betonen. So, auch hier nochmal die Vorher-Nachher-Ansicht. So sah das Foto vorher aus und so sieht es nach der Rauschentfernung aus. Ich befinde mich nun in Lumina AI, zoome auch zuerst wieder mal in das Foto hinein. Auch bei Lumina AI lädt es eine Zeit lang, aber ich finde, es ist schon schneller als bei Lumina 4. Zuerst entferne ich wieder das Bildrauschen und als nächstes schärfe ich das Foto noch nach. Und auch hier siehst du in der Vorher-Nachher-Ansicht, wie das Rauschen entfernt wurde. In Affinity Photo kannst du das Rauschen entweder während der RAW-Entwicklung entfernen, und zwar unter dem Reiter Details.
Auch hier kannst du wieder Farbrauschen und Luminanzrauschen entfernen. Auch bei Affinity dauert es eine Zeit lang, bis die Anpassungen geladen werden. Und unter Details verbessern kannst du das Foto schärfen. Das mache ich jetzt aber in dem Fall mal nicht, weil ich dir noch eine andere Möglichkeit zeige, dein Foto zu schärfen. Hierfür entwickle ich das Foto erst einmal, indem ich auf Entwickeln klicke. Zuerst einmal dupliziere ich mir hier meine Ebene. Die neue Ebene nenne ich Kopie. Wenn ich das nicht mache, ist nämlich nachher mein Foto verschwunden. Dann klicke ich auf Filter, Scharf zeichnen, Hochpass. Und hier bekomme ich nun ein Foto angezeigt, in dem man nur noch die Kanten erkennt. Du siehst, wenn ich das nach rechts schiebe, sieht man die Kanten besser. Wenn ich es nach links schiebe, sieht man nur noch grau. Und ich wähle den Radius jetzt so, dass ich die Kanten gerade noch erkennen kann, sie aber nicht zu stark betont werden. Dann klicke ich auf Anwenden. Und was ich nun mache, ist, ich verändere den Modus dieser Ebene. Und zwar wähle ich hier entweder weiches, hartes oder lineares Licht aus. Da musst du ausprobieren, was am besten aussieht. Ich nehme jetzt hier mal lineares Licht. Und wenn ich das nun aus- und wieder einschalte, siehst du, dass das Foto schärfer wird. Was sich aber hier auch wieder verstärkt, ist das Rauschen. Ich befinde mich nun in Capture One und zoome auch hier erstmal wieder in das Foto hinein, damit man das Rauschen schön erkennt, und entferne auch hier wieder Farbrauschen und Luminanzrauschen. Anschließend schärfe ich mein Foto. Wenn ich das Ganze nochmal zurücksetze, seht ihr, so stark hat es vorher gerauscht. Und so sieht es jetzt nach der Rauschentfernung aus. Hier siehst du das Foto nochmal, bevor das Bildrauschen entfernt wurde und vor dem Schärfen. Und hier nochmal die bearbeiteten Fotos auf einen Blick. Schauen wir uns die einzelnen Aufnahmen nochmal etwas größer an. Alle der getesteten Programme sind dazu in der Lage, das Bildrauschen deutlich zu reduzieren. Und auch das Schärfen funktioniert in allen Programmen gut. Also ich habe da keinen persönlichen Favoriten. Ich finde, das machen alle Programme gut, sowohl das Schärfen als auch die Entfernung des Bildrauschens. Worauf du achten solltest, ist, dass du es mit dem Entfernen des Bildrauschens nicht übertreibst, weil das Foto dann schnell wie glatt gebügelt wirkt und dadurch Details verloren gehen. Ebenso schaut es mit dem Schärfen aus. Du solltest das Foto nicht überschärfen, weil das schaut dann einfach nicht mehr schön aus. Und es kann zu unerwünschten Effekten kommen, zum Beispiel zu sogenannten Halos. Das sind helle Leuchtkonturen um die Objektkanten, die besonders dort auftreten, wo helle und dunkle Bereiche aneinander grenzen. Und es lässt sich vermeiden, indem man das Foto nicht überschärft. Wenn du deine Fotos im RAW-Format aufnimmst, solltest du sie generell nachschärfen, bevor du sie exportierst. Ganz besonders wichtig ist es bei Affinity-Foto, weil wenn du in Affinity ein RAW-Foto exportierst und es vorher nicht schärfst, dann wirkt es nach dem Export unscharf, auch wenn es bei der Aufnahme scharf aufgenommen wurde. Wenn dir das Video gefallen hat, gib einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal und drücke auf die Glocke, um bei neuen Videos sofort benachrichtigt zu werden. Wenn du noch nicht in der Facebook-Gruppe von Nicola bist, findest du den Link in der Videobeschreibung. In dieser Facebook-Gruppe gibt es wöchentliche Live-Videos, es gibt Tutorials, Tipps und ganz viele Anregungen, sowohl für Fotografie-Einsteiger wie auch für Fortgeschrittene. Tschüss!